Ja, hallo Isabel. Hallo Martin. Du bist ja Teilnehmerin bei der Coaching-Ausbildung jetzt im Jahr 2024 und du bist ja Rekordhalterin bei mir. Es ist noch nie jemand an der Ausbildung gewesen, die weiter herkommt. Von daher musst du ja gute Argumente gehabt haben, um dich damals für die Ausbildung zu entscheiden. Kannst du darüber etwas sagen, wie es dir damals ergangen ist, wie du dich da entschieden hast, bei mir teilzunehmen? Genau, ja, gefunden habe ich dich eigentlich damals über die Homepage. Ich habe mich seit einiger Zeit ein bisschen so mit Visionsarbeit beschäftigt. Ersten Kontakt hatte ich damit über meine Waldbaden-Ausbildung. Da haben wir so über Visionsarbeit oder ja, über unsere Visionen auch gesprochen und das hat mich ziemlich fasziniert damals schon. Und aus dem Grund habe ich mich da ein bisschen beschäftigt und mal gedacht, ich möchte eigentlich tiefer eintauchen und habe dann mich auf die Suche gemacht, ja, was es so gibt, um mich da weiterzubilden. Und da bin ich eigentlich durch Zufall dann im Internet auf die Visionsschmiede gestoßen und mich hat halt die Seite wirklich super angesprochen, weil du sehr viele Informationen dort hast, ausführlich, auch Sachen dort zu finden sind, mit denen ich mich schon mal beschäftigt habe oder ja, die so ein bisschen ich angeschnitten habe, aber wo ich mir gedacht habe, siehst, das wäre etwas, wo man das vielleicht noch ausbauen könnte. Und habe dann eben auch gesehen, nicht nur so die Informationen, sondern dass es eben auch eine richtige Ausbildung gibt und auch ja, die Möglichkeit, da eben nach Bern zu kommen, beziehungsweise was mich auch angesprochen hat, erstmal so ein Interview zu machen und zu schauen, wer bist du überhaupt? Bist du mir sympathisch? Fühle ich mich da wohl? Weil das ist bei mir immer so, dass so ein bisschen der Eindruck eben auch passen muss. Und ja, genau. Und so bin ich eigentlich dazu gekommen und habe mir gedacht, das wäre eigentlich sowohl was für mich selber, als auch für meine Praxis, um das zu erweitern. Okay, und jetzt bist du ja eingestiegen. Wir haben jetzt schon drei Module miteinander durchgeführt. Dazwischen waren auch so das Thema Lerncoaching, Online-Coaching. Wie hast du die Ausbildung erlebt bis jetzt, so fachlich und methodisch? Ja, also Lerncoaching finde ich super, die Stunde immer, weil man oder weil ich eben so aktuelle Sachen auch, die mich so beschäftigen, eben da auch bearbeiten kann. Und ja, ich hatte ja auch eben ziemlich am Anfang gleich einen Todesfall zu verkraften und deshalb konnte ich das zum Beispiel eben auch bearbeiten und da dran arbeiten, an der Verarbeitung. Und ja, man kann halt wirklich so auf aktuelle Themen eingehen oder etwas, was ja, was man so ein bisschen intensivieren möchte. Finde ich sehr gut von der Begleitung her auch, macht ja deine Frau und das ist ein sehr schönes Umfeld mit ihr. Genau. Online-Coaching ist ja auch wir in der Gruppe miteinander online, ist auch eine gute Sache. Für mich jetzt ist es intensiver, wenn ich direkt vor Ort bin bei dir in der Gruppe, wenn wir direkt arbeiten können. Aber ich finde schon auch als Bereicherung, den Kontakt eben zu halten und immer wieder das nicht abreißen zu lassen, weil zwischendrin ist es ja doch so, dass ein paar Wochen vergehen und dann immer wieder Themen auftauchen. Und das finde ich schön, wenn man das eben im Online-Coaching auch besprechen kann oder eben ja so bestimmte Sachen angehen kann. Gell? Und dass man so eine Kontinuität drinnen hat und nicht so abrupt dann über Wochen hinweg einfach keine Möglichkeiten hat, sondern ja, das ist so immer eine Unterstützung, finde ich. Ja, und wie hast du so die Module erlebt, auch so vom Praxisanteil, Theorieanteil hier? Also von den Modulen her finde ich super, dass das sehr ausgewogen ist, sowohl die Theorie, die ich auch ganz wichtig finde. Auch zum Nachlesen, dann auch nachbearbeiten, dass man was in den Händen hat, mit dem man sich beschäftigen kann, aber eben auch ganz
wichtig, eben diese direkte Arbeit, diese Coachings, die Gespräche untereinander, die verschiedenen Übungen, die wir machen. Und es wechselt sich gut ab. Und was mir sehr taugt, ist auch, dass du so individuell auch eingehst. Das heißt, dass wenn irgendwas auftaucht, dass man darauf eingehen kann und vielleicht auch einmal etwas anderes vielleicht verkürzt oder mal vielleicht später bearbeitet und wirklich einfach individuell einfach eingeht auf die aktuellen Geschehnisse im Modul miteinander. Weil das hat ja so eine Eigendynamik, die man ja eigentlich nicht so planen kann, sage ich mal. Und das finde ich sehr angenehm. Ja, das führt uns ja gerade so zum nächsten Punkt, auch der Persönlichkeitsentwicklung. Das spielt ja bei mir in der Ausbildung eine sehr bedeutsame Rolle. Und ich glaube, das hast du ja auch erlebt, dass das auch sehr intensiv sein kann. Wie hast du das erlebt? Ja, sehr intensiv, aber ich muss sagen, was mir sehr gut gefällt und was mich unterstützt, ist eben, dass das so in dem Raum, wo das passiert, einfach eine ganz große Sicherheit ist und wirklich, wo ich mich wohlfühle, wo ich mich fallen lassen kann, wo ich mich öffnen kann. Und ich habe eigentlich am Anfang gemeint, dass es eigentlich noch viel mehr für mich, für die Praxis relevant ist. Aber ich finde sogar, dass jetzt eigentlich diese Persönlichkeitsentwicklung und an den Themen zu arbeiten, ja, an denen ich eben noch nicht gearbeitet habe, dass das eigentlich so im Vordergrund gekommen ist und dass es auch ganz wichtig ist für meine Eigenentwicklung eben. Und ich glaube, dass ich diese Themen erst einmal grundsätzlich bearbeiten möchte und das auch als Voraussetzung sehe, eben dann später auch mit dem Klienten zu arbeiten. Und ja. Es ist eine ganz tolle Erfahrung. Ich fühle mich eben behütet einfach dort. Und auch, ja, diese Empathie, sowohl von dir eben auch als von den Kolleginnen. Wir haben eine ganz tolle Gruppendynamik und das taugt mir recht gut, muss ich sagen. Und ich kann mich wirklich öffnen und kann mich einlassen. Und das ist ganz, ganz wichtig für mich. Und es gibt eben ganz viele neue Impulse einfach für mich und auch Unterstützung, ja, Anleitung, dass ich einfach selber auch was tun kann. Okay, und für wen würdest du sagen, eignet sich diese Ausbildung? Also ich glaube, grundsätzlich finde ich schon, wenn man eben an seiner Selbstentwicklung arbeiten kann. Also das sehe ich jetzt im Prinzip eigentlich als für mich am wichtigsten, dass man einfach mit Themen, die man hat, eben weiterkommt und einfach da Unterstützung bekommt. Das heißt eben, wenn man in der Selbstentwicklung ist. Aber auch, ich sehe es jetzt natürlich von mir aus, von der Praxis auch. Ich arbeite in einem Gesundheitsberuf, habe eben auch eine Gesundheitspraxis. Und da hat sich das herauskristallisiert in den Gesprächen mit den Klienten, dass das immer mehr Relevanz bekommt, eben auch diese Persönlichkeitsentwicklungssachen. Und also ich sehe schon Richtung Gesundheitsberuf natürlich, aber ich sehe schon auch, dass überhaupt, wenn Leute eben mit Menschen arbeiten, intensiv mit Menschen arbeiten, auch im sozialen Bereich, oder eben auch, wenn man sogar angestellt ist, finde ich, und in einem Bereich arbeitet, wo man mit Menschen zu tun hat, dann kann einen das super unterstützen, finde ich. Also es gibt wirklich einen vielfältigen Bereich eigentlich, wo man arbeiten kann. Ja, ich habe eben noch eine Zusatzfrage, nämlich du warst ja auch mit dabei am Erfahrungstag Lebensmatrix. Wenn du da noch etwas sagen kannst, vielleicht auch für NeueinsteigerInnen, was man da erwarten kann und wie du das erlebt hast. Ich hatte mir an dem Tag eigentlich gar nichts erwartet und habe mich überraschen lassen, weil ich mir gedacht habe, schau mal, was kommt. Und war also ganz überrascht. Wir haben ja an dem Tag sehr viel mit Musik gearbeitet. Und das ist bei mir so etwas, was unheimlich viel auslöst. Das heißt, diese verschiedenen Musikstücke, mit denen wir gearbeitet haben und die dann die Emotionen angesprochen haben, das hat bei mir total angedockt. Also das war wirklich eine ganz tolle Erfahrung. Es war eine tolle Gruppe, es war eine gute Gruppendynamik und ja, es war eine ganz intensive Geschichte, die noch ziemlich lang nachgewirkt hat und sehr überraschend auch für mich war die Erkenntnisse, die ich daraus gewonnen habe. Und ich muss auch sagen, dass eben auch gerade das Arbeiten eben mit der Musik, auch das in der Ausbildung überhaupt, finde ich ganz, ganz toll. Und natürlich auch vor allen Dingen mit der tollen Anlage, die da ist.
Und auch, dass man mal wirklich auch das richtig spüren kann. Also gerade eben auch also jetzt nicht nur leise, sondern dass man die Musik jetzt nicht nur hört, sondern dass man das eben auch spürt. Und das ist, finde ich, ganz, ganz toll. Es hat sehr viel Spaß gemacht und war sehr intensiv, anstrengend auch, muss ich sagen, aber hat mich wirklich viel weitergebracht. Okay, vielen Dank, Isabel, Gerne. dir für dieses kleine Interview.